Randale! Meine Freunde! Herzlich willkommen zurück! Herzlich willkommen zurück! Alter, du hast meinen Anfang geklaut! Wir sind die AC-Brüder als Gast mit dem Christian. Und wir sind gerade am Battlen. Jo, mega. Verstehst du? Ich tue mal das Mikro noch ein bisschen ran. Ja. Jetzt haben die mich eiskalt berührt. Ach du Scheiße, du hast zum ersten Mal Schaden genommen. Aber nein, bestimmt nicht zum ersten Mal. Hier sind schon auf jeden Fall ordentlich Seelen am Start. Boah, schönes Ding, ey. Kadaboom und so. Hier, das Lustige ist, du kannst sie einfach bam, einfach so, zack, kriegst halt weniger Seelen dafür, sondern mehr Gesundheit. Aber nimm mal einen weiblichen Zombie, das ist viel lustiger. Was? Einen weiblichen Zombie, rechts hinter der Tür. Was? Die da. Ist das ein Weibchen? Die mal, ja. Oh, Alter, das ist ja geil. Alter, ich hab die gerade auf den... Komm her. Ey, ist auch gut, ey. Guck mal, einfach in der Luft zerdrücken, ey. Und 12er kommen. Machst du mal nicht so, du hast volles Leben. Mach okay. Lieber mal Seelen. Zack, 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 zack. Und zack. Guck, da kriegst du halt mehr Leben, mehr Seelen. Seelen von Stephanie Meyer. Kennst du ja schon, ne? Meine sehr verehrten Damen und Herren, zurzeit gibt es leider ein paar technische Probleme. Diese werden aber umgehend von unseren illegalen, unterbezahlten Schwarzarbeiter-Angestellten behandelt. Und wir hoffen, wir sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Keine Ahnung. Reiter. Ja, chill dein Life. Ich will noch meine Abwrackprämie haben. Abwrackprämie. Mach weiter. Zack. Nein, ich mach das jetzt. Später werde ich die Autos nicht mehr zerstören, aber ich will... Du langweilst mich. Ja, ist mir egal. Und go, 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 go. Leuchtender Handschuh. Kriegshandschuh leuchtet in der Nähe von interaktiven Objekten. Zum Beispiel Kisten oder Türen. Ja doch. Drück sie E, um sie zu aktivieren. 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 Jawohl, Alter. Kaboom. Ja, wo... Ja, hier oder was? Ja, kann man da rennen? Nee, da war... Da. So, hier. Aktion, der Aktion. Oh, da hat er sie einfach mal... da ist der Aufzug runtergerusht, Alter. Oh. Ja, gehen wir mal hier hin. So, zack, zack, zack. Ja, linke Umschalttaste. Ja, die können wir eigentlich... Können wir die einfach... Du kannst dich loslassen. Mit E. Nee, mit Strick. Strick. Wo müssen wir raus? Ja, ich glaube, du musst hoch. Aber egal. Hauptsache, wir waren mal unten. Genau. Nein, ich weiß nicht, wo du hin musst eigentlich, ehrlich gesagt. Schon ziemlich lang her. Aha. Einfach nur eine Etage höher, merke ich gerade. Ja, siehst du. Ja, das, genau. Wusste ich doch, habe ich doch gesagt. Das wusste ich. Alter, dicker Mann. Kaboom. Ach du Scheiße. Ein Aufwärtshaken. Ja. Zack. Du kannst vielleicht auch ausweichen. Ja, ich weiß. Kann ich schon blocken? Ja, kann ich. Ah, den kannst du, glaube ich, nicht blocken. Doch, kann ich. Geil. Geil. Einfach nur reinhauen, Alter. So, mal wieder ein bisschen leben. Das ist geil, wenn man das macht, dann kann einer nicht angreifen. Jetzt ist er weg. So, einmal den hier. Auf welcher Taste weichst du denn aus? Auf Shift. Oh Gott, okay. Ja, wenn ich zocken muss, ist dann ein wenig umstellen. Nein. Doch. Wie ausweichen? Ausweichen ist doch das hier. Ja, genau. Ja, Shift ist ja Sprinten. Und das heißt, Shift ist auch Ausweichen. Ja, ich muss dann umstellen, wenn ich zocke. Weil ich mache das auf einer anderen Taste. So. Komm her. Ich muss den nochmal hier erleben. Zack! Alter, der steht in Flammen. Ich stehe in Flammen! Na. Oh, du kannst so gut singen. Oh ja, Alter. Ey, hallo, das ist mir noch. Oh, Peace! Alter, das ist doch geil, ey. So, wo müssen wir jetzt hin? Da die Treppe hoch, wo wir gerade waren. Oh, die Statue. Kann man die runterschubsen? Schade. Bestimmt nicht. Da hinten ist aber noch eine Truhe. Und da gehe ich jetzt erstmal hin. Nachdem ich den Typen hier. Zack! Komm her! Jawoll. Komm her, einfach nur Metzel. Am Anfang ist halt noch ein bisschen nur Gemetzel, weil einfach... Genau, und später kommen die schönen, kampftaktischen Moves mit rein. Die kampftaktischen Moves? Oh yeah. Oh, da haben wir dicke Seelen, Alter. Dicke Gesundheitsseelen. So. Aha. Objekte verschieben. Ja. Mit R machen wir das, ist ja schön und gut. Achtung, jetzt mache ich hier den
Den Schlitzer, Alter. Den Schlitzer, hast du es gesehen? Heißt das so? Ich glaube schon, die Kreissäge oder so. Ist es ein Bus? Kann man den kaputt machen? Das ist ein Zug und den kann man... Nein, das ist ein Bus. Scheiße. Das ist ein Bus, Alter. Ich weiß, was ein Bus ist. Ey, da gibt's Seelen. Oh. Verwüstung! Verwüstung! Randale! So, ich würde mal sagen, R. Und ich würde mal sagen, ach guck mal, der Boden ist schon extra für uns da freigelegt. Das ist ja super nett von denen. Wer auch immer hier war. Ist auch kaum auffällig und so. Nee, hey, das ist... Go, 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 Alter, das sieht fett aus. Go, 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 go. Peace. Ey, überleg dir mal, da kommt so einer auf dich zugewackelt und zerdrückt dir den Kopf, Alter. Ja, fände ich auch voll lustig. Vor allem, wenn du selber kein Gehirn mehr hast. Hm. Yo, peace. Alter, ey, das sind alles meine Freunde. Guck mal. Der Edwin und der Hubert. Ey, und der Patrick. Ach, Alexander, du hast dich ja verändert, ey. Ha, die alten Freunde. So, hier wieder die SpongeBob-Wände. Ich hab keinen Bock auf SpongeBob-Wände, ey. Ich sag dir immer noch, es sieht widerlich aus. Ich will da jetzt hin. Wie so eine Spinne, Alter. Können wir da noch irgendwo rein? Nee. Nein. Gut. Ja, du weißt ja... Alter. Ja, ich weiß. Da ist er runtergerusht, ey. Aber jetzt sind wir da unten drin, oder was? Oh, nee. Oh, doch. So, peace, meine Freunde. Boom. Kaboom, kaboom, kaboom. Ja, ist eben eigentlich alles nur Gemetzel erst, ne? Weil halt, du hast nur den Standardangriff und das ist halt ein bisschen low dann, ne? Oh, ich glaube, die Tische brauchen wir sogar. Wie gesagt, wir haben es ja schon mal ein bisschen gespielt. Der Christian hat es mittlerweile durch. Ja. Penner. Hä, leck mich. Aber wir... Hat sich der Tisch gerade da bewegt? Der Tisch? Guck mal, der Tisch. Aber wir verraten nichts. Besser gesagt, der Christian verrät nichts. Alter, jetzt geht's ab, ey. Oh, guck mal, der hat einen dicken Bauch. Oh. Parkour! Zack, zack, zack. Konzentrieren wir uns den Angriff. Oh, ich kann keinen Sprintangriff. Nein! Ey, nicht der... Jetzt hat er das Klavier kaputt gemacht, ey. Tja. Yo, Bro! Was hast du denn, ey? Haha! Ja, peace, peace, peace. Alter, ich bin nicht schlechter drin, ey. Ich bin gerade so gespannt, ich kann nicht viel reden. Das ist einfach zu krass, was hier gerade abgeht. Der Christian, Alter! Zack, 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 und weg! Ich kenne die aus dem Spiel. Zack, 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 und weg! Ich kenne die aus dem späteren. Oh. Ich kenne die aus dem späteren Spiel gar nicht. Bam! Und bam! Und bam! Und bam! Und bam! Und bam! Oida! Wunderschön. Oida! Würde ich da mal sagen. Ich kenne die Dinge aus dem späteren Spiel gar nicht mehr. Voll krass, ne? Du bist einfach mal leise. Weh, du sagst mir noch einmal, ich hab's Spiel durch, ich kenne die später gar nicht mehr. Oh shit. Du bist jetzt einfach leise, weil du machst mich damit voll aggressiv, Mann. Handy aus! Alter, guck mal, ich hab ein neues Stück geschrieben. Guck mal. Ja. Krasses Stück, Alter. Guck. Ist das nicht wunderschön? Tada, tada. Kaputt, komm, kaputt. Jawohl. Der Flügel gibt viel. Hier gibt's doch irgendwo noch Seelen, oder? Gibt's hier nicht noch Seelen? Zum Stehlen? Haha. Das hat sich gereimt. So, aber hier können wir auf jeden Fall weitergehen. Na, der sieht nicht mehr so funktionsfähig aus. Weiter im Text. Oh, 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 oh. Und Decke. Decke, ja, ich wollte gerade sagen, die sieht doch irgendwie wegen fehlig aus. Okay, der Weg nach hinten ist abgesperrt. Jetzt mach dein Handy aus. Ist doch. Nein. Doch. Das habe ich Daniel auch schon gesagt. Handy bei der Aufnahme aus. Wenn meine Mom mich anruft, dann gehe ich da ran, okay? Nein, deine Mom ruft sich nicht an. Peace. Meine Mom hat nicht angerufen. Bam. Ich gehe eigentlich bei den Typen nur noch auf Seelen, weil so dringend brauche ich die Gesundheit jetzt auch nicht. Sagte er mit einem HP. guck, siehst du, und vielleicht gibt's ja sowas. Ey, wehe, der Boden würde jetzt einstürzen, bevor ich das Ding komme. Das wäre... Darf ich dich spoilern? Das passiert im ganzen Spiel nicht. Ja, ich hab dich gespoilert. Die Kreuzung!
Die Kreuzung. Die Kreuzung. Die Kreuzung. Okay, halt's mal. Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Dann ist das dritte Königreich verloren. Peace, Bros! Kamehame. Das ist kein Kamehameha, aber egal. Schaut episch aus. Ha! Nein, das ist kein Kamehameha. Ruhig jetzt! Er schaut immer so ernst. Viva Vulgrim? Viva Vulgrim! Vulgrim. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. Widerlich! Na waren ein paar junge Leute spektakulär. Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt? Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden. Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst. Du würdest nicht einen Moment überleben. Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt. Nicht einmal ich kenne den Weg. Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger. Dann stille ich deine Neugier. Ach, Christian, muss ich das jetzt allein machen? Ich will keine Endcut allein machen. Ach, komm schon. Ach, Mann. Egal, der Typ, der will mich jetzt labern lassen. Der ist so gemein, der Typ. Ohne Witz. Ja, ich warte, bis du anfängst, dann steige ich irgendwann mit ein. Das tut er eh nicht. Seht ihr, Alter, der labert Alter, auch... Du machst hier gerade eine Endcut ohne mich. Was soll denn die Scheiße? Alter, oh. Junge. Oh. Du hast nicht gerade ernsthaft die Endcut ohne mich angefangen. Nein, habe ich auch nicht. Das tut mir auch leid. Okay, da bin ich aber froh. Ja, ich weiß. Der Christian ist froh, dass wir endlich bei Vulgrim sind. Nach ein bisschen Gebettel. Ja. Und wir müssen dem Typ dann blödes Maul stopfen. Aber nicht mit irgendwas anderem, sondern mit Seelen. Jo. Mit Seelen, weil der Typ ist saugefräßig. Der ist unser Seelenjunkie. Der ist ein Seelenjunkie. Da müsste Reggie lassen. Das ist der Reggie-Vulgrim, Alter. Genau. Viel mehr passiert nicht. Macht's gut. Peace.